Eine andere Frage. Liechtenstein ist das Land mit der offenbar geringsten Kriminalität weltweit. Wie klappt denn das? Wie macht man sowas? Ich weiß nicht, wo Sie diese Zahl her haben. Ja, halten sich alle Menschen an die 10 Gebote? Nein. Also Liechtenstein ist natürlich sehr stark ländlich geprägt. Und ich vermute, dass in ländlichen Regionen weniger Kriminalität herrscht als in großen Städten wie Berlin oder Ballungszentren. Man kennt sich. Es fällt vielleicht auch eher was auf, wenn irgendwas schief läuft oder komisch ist. Aber wir haben, das sage ich immer wieder, auch als Vertreterin eines Kleinstaates, wir haben auch von allem was. Also auch bei uns gibt es gesellschaftliche Probleme. Auch wir haben alle Arten von Delikten oder Straftaten. Manchmal natürlich in geringerem Ausmaß. Aber es ist alles bei uns auch vorhanden. Trotz geringer Arbeitslosenquote, hohem Bildungsniveau, hohem Lebensstandard. Aber die Kriminalität macht vor Liechtenstein auch nicht halt. Wissen Sie, wie hoch die oder wie niedrig die Arbeitslosenquote bei Ihnen ist? Ja, die ist derzeit also definitiv im tiefen einstelligen Bereich, ja. 1,6. Tiefer geht es gar nicht, weil eine gewisse Fluktuation ist ja immer. Genau, also ich habe ja gesagt. Vollbeschäftigung. Ja, also annähernd Vollbeschäftigung. Und auch Liechtenstein stellt zunehmend den Fachkräftemangel fest. Also das ist sicher hier schon weiter verbreitet in Deutschland, aber er ist auch bei uns in der Region schon deutlich zu spüren. Und welche Maßnahmen ergreift Liechtenstein, um Fachkräfte anzulocken? Ja, generell war das relativ einfach durch spannende, interessante Arbeitsplätze, wie gesagt, in allen Bereichen. Wir werden da sicher schauen, auch wie die Schweiz, Österreich und Deutschland dieses Thema angeht. Ich denke, es ist mehr als ein national-staatliches Thema, es ist ein regionales Thema. Wie bleibt, sagen wir mal, der ganze deutschsprachige Raum attraktiv für Arbeitnehmer und letztlich auch Europa, also wo die demografische Entwicklung ja in allen Ländern gleich ist. Aber es gibt sicher Abstufungen in der Attraktivität der Länder. Also Deutschland ist ja bekannt, dass hier alles ein bisschen kompliziert ist und dass Leute, die als Arbeitskräfte angelockt werden, also zuerst einmal die deutsche Bürokratie kennenlernen. Ist Liechtenstein besser? Liechtenstein nutzt hier seine Kleinheit. Wir haben den Vorteil sehr kurzer Wege und es ist auch das Ziel der Regierung und der Verwaltung, sehr effizient zu sein in den Prozessen. Das zeichnet uns sicher aus und gibt viele Vorteile, ob das die Eröffnung eines eigenen Geschäftes ist, auch bei der Anmeldung von eben neuen Arbeitnehmern, bei der Passerneuerung. Es wird sehr stark darauf geachtet, dass diese Prozesse schnell und effizient ablaufen. Wir haben natürlich auch den Vorteil, nicht nur klein zu sein, sondern kein föderaler Staat zu sein, was dann doch vieles vereinfacht.